Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die, glaube ich, für uns junge Ärzte wichtig sind oder wären. Diese Infos habe ich mir mal links, mal rechts, aber auch einfach ganz viel durch Gespräche geholt. Und eigentlich wäre es schön aus meiner Sicht, wenn dies nicht nur durch ein gutes Netzwerk funktioniert und viele Gespräche, die ich durch meine Position sicherlich auch führen konnte, sondern dass da einfach das Angebot nochmal deutlich ausgeweitet wird. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Talk Podcast. Heute spreche ich mit Max Tischler, dem einen oder anderen von euch sicherlich schon bekannt, weil Max einer der jungen Mediziner ist, der sich sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit auch berufspolitisch engagiert, der sich äußert, der eine Meinung hat und diese auch kundtut. Und das ist gut so, weil ich glaube, wir brauchen diese Leuchttürme in der jungen Generation der Ärztinnen und Ärzte, die auch den Mut haben, sich berufspolitisch zu engagieren, in die Gremien zu gehen, um dort so ein bisschen vielleicht diesen verstaubten Charakter, den das Ganze an der einen oder anderen Stelle hat, ein bisschen aufzuwirbeln. Ja, Max, ich habe gerade gesagt, ist berufspolitisch engagiert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Junge Ärztinnen und Ärzte der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Er ist darüber hinaus Sprecher des Bündnis Junger Ärzte. Er ist im Landesvorstand des Hartmann-Bundes und er ist im Deutschen Fachärzteverband als Vorstandsvertreter der jungen Arztgeneration unterwegs. Macht noch viele, viele andere Dinge, wird eingeladen auf Podiumsdiskussionen, ist in Radiointerviews oder auch auf Social Media sehr, sehr stark vertreten, um eben die Meinung der jungen Generation in die Öffentlichkeit zu tragen und auch vielleicht ein neues Bild von der Medizin in der Öffentlichkeit darzustellen. Er hat sein Studium begonnen 2008 in Gießen, hat dann mehrere Aufenthalte im Ausland gehabt. Er ist in Italien, in der Schweiz. Er hat dann eine Weiterbildung gemacht im Bereich der Dermatologie und das ist auch sein großes Interessengebiet, seine große Leidenschaft. Er spricht selber davon, von dem größten Organ des Menschen, nämlich der Haut. Hat sich dann weitergebildet im Bereich der Chirurgie, Orthopädie und hat dann aber 2016, als er zurückgekommen ist nach Deutschland, die Weiterbildung im Klinikum begonnen und arbeitet jetzt in einer großen Gemeinschaftspraxis für Dermatologie in Dortmund und ist im letzten Jahr seiner Facharztausbildung und sein klarer Weg, das sagt er auch im Interview sehr, sehr deutlich, ist auf jeden Fall der Weg in die eigene Praxis, um eigenverantwortlich zu arbeiten, aber eben auch, um berufspolitisch weiterarbeiten zu können und vielleicht auch noch einiges an die neue und junge Generation weiterzugeben, aber eben auch, um zu verbinden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Freut euch drauf, ist ein tolles Interview geworden. Wir hören uns gleich wieder hier im Business Talk Podcast mit Max Tischler. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute habe ich einen jungen Mediziner zu Gast, den ich sogar schon persönlich kenne. Wir leben und arbeiten fast Tür an Tür, hätte ich fast gesagt. Das stimmt aber nicht. Er ist auch im Moment in Dortmund unterwegs, genau wie ich. Ich freue mich sehr, heute Max Tischler begrüßen zu können. Hallo Max, herzliche Grüße. Du bist aber gerade in Münster, ne? Hallo Oliver, ja, ich bin gerade in Münster. Hier steht die nächste Sitzung an. Ja, genau. Da werden wir gleich auch ein bisschen ausführlicher darüber reden, was du alles so machst. Aber wir steigen ein mit meiner berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Max Tischler? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, ich bin 32 Jahre und in meinem letzten Weiterbildungsjahr Dermatologie in einer Dortmunder Großpraxis direkt im Zentrum. Und ja, was macht Max Tischler neben der Dermatologie? Er interessiert sich sehr für die Berufspolitik im ärztlichen Bereich, bin da in verschiedenen Verbänden. Und ja, privat muss ich sagen, ist das natürlich dann auch ein gewisses Hobby von mir, was ergänzt wird durch Skifahren und Mountainbiken und dann auch mal die ein oder andere Runde Golf, was ein bisschen ein Klischeesport der Mediziner ja vielleicht ist. So denken das viele, aber ich nutze das persönlich für die Entspannung und bin da sehr gerne draußen in der Natur und komme so dann auch vielleicht vom etwas stressigeren Praxis- und nebenberuflichen Alltag dann sehr, sehr gut runter.
Ja, das geht genau in die Richtung, die ich ja auch immer gerne hören möchte am Anfang dieses Podcasts. Also, wie schaffst du den Ausgleich zum beruflichen Alltag? Das ist ja auf der einen Seite bei dir, du hast es gerade gesagt, die Tätigkeit in der Praxis, du bist im letzten Jahr der Weiterbildung und dann aber natürlich auch zu deinen berufspolitischen Themen. Also, ist das was, was wirklich notwendig ist, um mal rauszukommen aus dieser Welt der Medizin? Für mich definitiv. Also ich bin, glaube ich, da auch deswegen sehr engagiert, was den berufspolitischen Teil betrifft, weil mich das sehr interessiert und weil ich eben auch die Probleme eben in meinem Alltag sehe. Ich war zuerst 3,5 Jahre in einer Klinik, jetzt in der Praxis, habe so ein bisschen erkannt, wo liegen die Probleme und eben auch erkannt, dass es wenig jüngere Ärztinnen und Ärzte gibt, die da engagiert sich beteiligen. Das fehlt natürlich ein wenig und da habe ich gesagt, das möchte ich ändern. Und ich kann ja nur selber Dinge kritisieren, wenn ich die auch, ja, wenn ich die auch klar anspreche und wenn ich mich auch selber damit beteilige an der Diskussion. Das ist das eine. Das andere ist das Private, wo ich sage, ohne das geht es nicht. Also wir können ja nicht nur arbeiten. Das haben Kolleginnen und Kollegen vor 30, 40 Jahren, meine Eltern sind auch Ärzte. Da kenne ich zumindest von meinem Vater auch, dass er sehr, sehr viel gearbeitet hat. Und das ist nicht meine Vorstellung. Und deswegen brauche ich auch einfach diesen persönlichen Ausgleich im Privaten. Sei es durch Sport, sei es aber auch durch Reisen und auch einfach mal so ein Chillen auf der Couch. Hast du das Unternehmerische, du hast es gerade schon im Nebensatz angesprochen, praktisch in die Wiege gelegt bekommen? Wie bist du aufgewachsen im Unternehmerhaushalt oder im Haushalt von Selbstständigen? Was machen deine Eltern oder vielleicht sogar die Generation davor? Genau, also ich bin tatsächlich so ein bisschen in so eine Ärztefamilie, wenn man will, reingeboren. Meine Eltern sind beides Ärzte. Mein Vater ist Hausarzt und meine Mutter Gynäkologin. Die betreiben gemeinsam eine Praxis, auch hier in Dortmund. Und da ist es natürlich schon von klein auf so gewesen, dass beim Frühstück oder beim Mittagessen Themen wir als Kinder mitbekommen haben. Und mich persönlich hat das immer deutlich mehr interessiert als meinen jüngeren Bruder, der mittlerweile der BWL studiert und ist Geschäftsführer einer Firma und hat sich in dem Bereich weiterentwickelt, also eher den unternehmerischen Bereich entwickelt. Der konnte mit Medizin nie was anfangen. Bei mir war das ganz anders. Ich war immer sehr begeistert von dem, was meine Eltern erzählten. Für uns war es aber auch Alltag, in der Praxis mal mitzuhelfen, wenn mal da irgendwas getragen, gemacht werden musste. Ich kann mich an Situationen erinnern, ganz früher, wo noch die Privatabrechnungen dann selber eingetütet wurden. Das fanden wir als Kinder toll. Also da habe ich schon immer mitbekommen und mitgekriegt, was so die Vorteile eben, aber auch vielleicht die Nachteile einer Selbstständigkeit sind. Und habe da doch immer gesehen, dass die Vorteile zumindest für mich dann doch überwiegt haben. Ja, da möchte ich natürlich sofort einsteigen. Was waren denn aus deiner Sicht die Vorteile der Selbstständigkeit? Jetzt auch nicht nur jetzt vielleicht, also aus Sicht eines damaligen Max Tischler, der das ja vielleicht noch nicht aus der medizinischen Brille gesehen hat. Also das war vor allem die Flexibilität, die möglich war. Also man konnte seine Praxisräumlichkeiten, aber auch seinen Alltag so gestalten, wie man das selber eben machen wollte. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut zu mir persönlich, zu mir als Max Tischler damals wie auch heute passt, der auch diese berufspolitischen Aspekte und diese berufspolitischen Events gar nicht mitnehmen könnte, wenn ich nicht flexibel wäre in meiner Arbeitszeitgestaltung. Und das ist doch was mich sehr da inspiriert. Und natürlich kann viel arbeiten, ich kann wenig arbeiten. Ich bin letztendlich für das verantwortlich, was ich selber tue und was ich immer als sehr positiv empfunden habe. Ich kann auch meine Mitarbeiter viel einfacher führen, einfacher nicht im Sinne, dass es für mich leichter wird, aber ich kann sie viel mehr nach meinen Vorstellungen führen, als das vielleicht in einem Angestelltenverhältnis im Krankenhaus ist, wo zum Beispiel die Pflege auf der Station dann vielleicht gar nicht den Ärzten in der Art unterstellt ist, sondern einer ganz anderen Abteilung, möglicherweise einer sehr, sehr großen Verwaltungsabteilung, wo dann Veränderungen gar nicht so leicht umgesetzt werden können, wie das in der Praxis ist. Würdest du sagen, aus heutiger Sicht hat dich das geprägt, vielleicht auch für deine weitere berufliche Zukunft? Also ist die Praxis deines Vaters, deiner Mutter vielleicht für dich so ein bisschen ein Wink gewesen, selber auch mal in die eigene Praxis zu gehen? Natürlich, ich habe natürlich sehr früh einfach die Themen mitbekommen, auf was muss man vielleicht auch achten, was läuft auch mal eben nicht so gut oder was läuft mal gut. Es sind natürlich auch so Dinge wie Urlaubszeiten, die bei Praxisgründung
dann knapper ausfallen als dann später, vielleicht wenn die Praxis ein gutes Standing hat und im Verlauf gut funktioniert. Da habe ich schon viel mitgenommen und das hat mich immer inspiriert und interessiert. Also ich wollte schon das Krankenhaus kennenlernen, habe ja auch ganz normal meine Weiterbildung im Krankenhaus begonnen, habe aber dann auch gemerkt, dass die Strukturen mir zu starr sind, also mir persönlich zu starr sind. Und das habe ich zum Arbeiten nach meinem im Bereich des Arbeiten nach meinem Studium bemerkt, aber ich habe genauso bemerkt, als ich nach meinem Abitur meinen Zivildienst gemacht habe im Dortmunder Johanneshospital, wo man natürlich eben ganz unten als Glied der Kette wahrgenommen wird und so, aber alles mitbekommt. Man bekommt die Pflege mal mit, man bekommt das Spiel zwischen Assistenzärzten, Oberärzten, Chefärzten mit. Und da habe ich für mich gemerkt, dass das nicht so ganz 100% passt und mich deswegen auch von Anfang an, auch schon im Studium, immer eher für die Praxis interessiert. Mhm. Glaubst du, dass das allen gut tun würde? Also jetzt eine sehr persönliche Meinung, man kann das ja nicht generell vergeneralisieren, dass man jetzt sagt, es ist immer der richtige Weg. Im Augenblick ist ja der hauptsächliche Weg in der Weiterbildung oder in der Ausbildung zum Facharzt doch im Klinikum zu bleiben. Also sehr viele sind zumindest noch da. Jetzt höre ich aber auch aus einigen Modellstudiengängen, die ja sagen, ja, um für die Praxis die Menschen zu interessieren, die Ärzte, die Ärztinnen zu interessieren, macht es sehr viel Sinn, sie auch mal in der Praxis unterzubringen und mal die Luft, die Praxis Luft und die Patientenluft in der Praxis schnuppern zu lassen, um auch natürlich die medizinische Seite zu sehen, aber auch um Arbeitsabläufe, Mitarbeiterstrukturen, Mitarbeiterführung und so weiter kennenzulernen. Würdest du sagen, das würde gut tun, damit wir vielleicht auf dem Schritt einer besseren ambulanten Patientenversorgung ein Stück weiterkommen? Da bin ich sehr von überzeugt. Also wenn wir jetzt das Extrembeispiel im Krankenhaus nehmen, jemand, der da sehr viel Forschung macht, ich glaube, selbst solchen Ärztinnen und Ärzten würde es gut tun, auch mal einen Blick in die Praxis zu werfen und einen gewissen Pflichtanteil auch in der Praxis zu absolvieren. Hat aus meiner Sicht vor allem den Vorteil, dass man sieht, wie funktioniert die alltägliche Patientenversorgung und dass eben es noch andere Versorgungsprinzipien vielleicht gibt, neben der absoluten universitären Medizin und der absoluten Spezialerkrankung, die ganz, ganz selten vorkommt, die auch ihre Berechtigung dann in der Universitätsklinik hat, aber dass man einfach auch einen Eindruck bekommt, wie funktioniert das Leben draußen, andersrum aber genauso, was der gängigere Weg aktuell ist, dass Leute eben, die vielleicht auch wie ich da später die ambulante Medizin möchten, dass man aber auch den Klinikalltag mitbekommt. Also ich glaube, dieses Spiel aus Klinik und Praxis ist extrem wichtig und genauso wie es zumindest nach der alten Weiterbildungsordnung eben diesen Pflichtteil Krankenhaus gibt, müsste man vielleicht auch in der Zukunft nachdenken, ob es nicht zumindest sinnvoll wäre, einen Pflichtteil ambulante Medizin, in welcher Art auch immer, oder ersetzbar durch einen forschenden Teil oder ähnliches. In der Länge kann man ja sich darüber ja noch einig werden, aber so etwas zu implementieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn ich sehe das persönlich so, dass in der Zukunft die Sektorengrenzen, damit meinen wir ja das, was wird im Krankenhaus zwingend behandelt, was wird in der Praxis zwingend behandelt, dass das gar nicht mehr so, wie es heute behandelt wird, in Zukunft passieren wird. Denn ich glaube, da wird es viele Verwaschungen geben. Ich glaube, man wird auch nicht mehr danach entscheiden können, ist diese Krankheit jetzt per se im Krankenhaus oder per se in der Praxis zu behandeln, sondern es kommt viel mehr auf die Kofaktoren an, wie es den Patienten geht, wie mobil ist der Patient, wie fit ist der Patient, wie ist das Umfeld, wo kann ich das durchführen? Ja, ich glaube, das müssen wir viel mehr in den Fokus rücken und das führt unweigerlich dazu, dass da eine Vermischung zwischen ja, Praxis und Klinik stattfinden wird und dementsprechend wird man beides in der Ausbildung sinnvoll brauchen. Finde ich sehr schön den Ansatz, gerade das Thema sektorenübergreifende Versorgung, ambulant, stationär, glaube ich, hat ja nicht nur die Vorteile, die du gerade beschrieben hast, also dass ich unternehmerisch vielleicht besser aufgestellt bin, um mir vielleicht auch einen Eindruck machen zu können, was passiert da überhaupt, sondern es hat natürlich jetzt auch was mit einer Patientenversorgung zu tun, die vielleicht auf dem Land im Moment nicht mehr so gut stattfinden kann, wo wir dann Dinge miteinander kombinieren können. Da kommen wir eigentlich schon direkt zum weiteren Thema. Das ist das Thema der Digitalisierung in der Medizin. Auch da ist es ja so, dass wir gerade aus meiner Sicht an einem Scheideweg stehen, beziehungsweise nicht im Scheideweg, sondern an einem neuen Weg stehen, wo etwas eingeleitet wird, was uns alle vielleicht ja so ein bisschen auf einen neuen Pfad bringen kann, bezogen auf eine Patientenversorgung, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen. Du bist in diesem Thema auch sehr stark unterwegs und vertreten. Du informierst dich sehr drüber, nimmst an Diskussionen teil. Sag doch mal aus deiner Sicht, was bringt uns die Digitalisierung in der Medizin heute? Erstmal generell und wir gehen dann gleich ein bisschen tiefer.
Ich glaube, es sind einige Punkte, die man da nennen muss. Vorneweg würde ich den bürokratischen Aufwand sehen, eine gewisse Automatisierung der Arbeit. Ich habe mich während meiner Krankenhauszeit durchaus das ein oder andere Mal wie ein besserer Sekretär gefühlt, der extrem viel tippen musste, der sehr schnell tippen musste, der viel telefonieren musste. Und das sind so klassische Beispiele, wie der Patient sagt, er hat einen Medikamentenplan dabei, also hat den von seinem Hausarzt bekommen, hat den aber natürlich nicht dabei. Der Hausarzt ist gerade in der Mittagspause oder das ist irgendwie der Mittwochnachmittag. Das funktioniert dann auch nicht so gut. Das sind Arztbriefe, die selten dann vom Patienten mitgebracht werden oder wenn sie dann eben fehlen, auch nicht organisiert werden können. Also dieses ganze bürokratische Aufwand, der kann sicherlich dadurch reduziert werden, dass man kluge digitale Strukturen einführt, um das auch zu erleichtern. Gleiches gilt für die zunehmende Dokumentation. Das wissen wir alle. Das ist unabhängig ob Klinik oder Praxis. Wir schreiben extrem viel. Wir müssen auch rechtssicher dokumentieren. Und da könnte ich mir auch wirklich viele Dinge vorstellen, wo man sagt, von der Spracherkennung, die ja heutzutage teils schon implementiert ist, bis hin zur Anwendung von künstlicher Intelligenz, die ein Anamneseformular beispielsweise vorausfüllt, allein in dem Moment, wo es zuhört. Ja, also dass das Patientengespräch quasi schon direkt eingetippt wird, automatisiert in ein Anamneseformular, sodass der Arzt dann am Ende das nur noch kontrollieren muss und nicht noch zusätzlich da jetzt alles eintippen muss. Das halte ich für eine spannende Entwicklung. Ansonsten muss ich sagen, glaube ich, ist es etwas, was Zeit für den Patienten bringt. Das ist aber auch aktuell schwer abschätzbar. Im aktuellen Moment, die Entwicklungen sind unterschiedlich. Teils reden wir ja von Doppeldokumentation, dass also eine digitale Struktur parallel zu einer analogen Struktur oder eben einer papiergebundenen Struktur existiert. Das erspart natürlich überhaupt keine Zeit und damit hat man auch eben nicht mehr Zeit für die Patientenversorgung. Das, was du eben angesprochen hast, was so ländärztliche Versorgung betrifft, ich bin in der Dermatologie, für uns ist es ja total simpel mittels Kamera und entsprechenden dermatologischen Geräten Fotos von Hautveränderungen des Patienten zu machen. Das kann der Patient selber, aber das kann auch zum Beispiel der Hausarzt. Und da sehe ich auch eine große Chance, dass wenn die fachärztliche niedergelassene Versorgung auf dem Land nicht mehr so wie heute gewährleistet werden kann, dass wirklich in jedem Dorf sowohl ein Facharzt sitzt, jeder Fachdisziplin, aber auch vielleicht nicht in jedem Dorf das entsprechende Krankenhaus verfügbar ist, dass fachärztlicher Standard sich eingeholt werden kann und das halt eben über die Hausärzte oder sogar über den Patienten selber organisiert wird. Da gibt es schon die ersten Beispiele, das kenne ich aus dem Dermatologischen Berufsverband, wo die Teledermatologie eingesetzt wird durch den Patienten selber, der seine Hautveränderung fotografiert und er sich entweder den Arzt selber sogar auswählen kann oder ein Expertengremium, also eine Runde von dermatologischen Experten, diese Hautveränderung dann bewertet und dann per Mail eine Rückmeldung der Patient bekommt. Also da gibt es schon interessante Strukturen, finde ich, die einfach weiter ausgebaut werden müssen. Mein Wunsch für das Thema Digitalisierung ist wirklich am Ende, dass wir mehr Zeit für die Kernaufgaben der ärztlichen Tätigkeit haben und dass es die Arbeit mit unseren Patienten, dass wir Zeit für Gespräche mit unseren Patienten haben, in welcher Art auch immer. Und das wäre mein Grundstoff. Du hast das eigentlich sehr schön beschrieben. Es sind eigentlich fast zwei Bereiche, die man, ich weiß nicht, ob man die voneinander trennen kann, aber einmal ist es ja die allgemeine Bürokratie, die ja viele Berufszweige betrifft, also im ärztlichen Segment natürlich noch mal ein bisschen mehr, weil sehr viel dokumentiert werden muss und wir natürlich auch bezogen auf die Datensicherheit besondere Herausforderungen haben bei den Patienten. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch das Thema Diagnostik, das Thema unmittelbarer Patientenkontakt, der ja für viele Ärzte und Mediziner immer noch nur dann stattfinden kann, wenn er den Patienten tatsächlich sieht. Also die Herausforderungen der Telemedizin, nehmen wir jetzt mal das Thema einfach Videosprechstunde, vielleicht auch in der Erweiterung, Form, wenn wir irgendwann noch ein E-Rezept haben und wenn wir vielleicht auch eine Anamnese-App, du hast es gerade schon angesprochen, mit einsetzen können, dann fehlen aber immer diese Wahrnehmungsprozesse, die man als Arzt natürlich hat. Also ich kann sehen, ich kann vielleicht auch noch hören, aber ich kann den Patienten nicht anfassen. Ich kann viele Dinge, kann man ja vielleicht auch über Nase und über andere Dinge noch mit feststellen. Da fehlen ja einige Sinneswahrnehmungen, die man einsetzen kann. Und deshalb, glaube ich, ist für viele immer noch die Herausforderung der Telemedizin gegeben, weil vielleicht auch die Sorge dahin ist, noch weitere Fehler zu machen. Wo ist denn aus deiner Sicht eine Grenze bei dem Thema Telemedizin gegeben? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da kommen wir nicht weiter oder da kommen wir auch mit Telemedizin nicht weiter?
Ich glaube, wir dürfen das Thema Telemedizin, wo viele Anwendungen ja drunter fallen, gar nicht so schwarz-weiß sehen, sondern wir sollten es als Unterstützung sehen. Eine Anamnese-App, ich kann alles digital machen mit einer Anamnese-App, mit einer Befund-App, vielleicht gibt es Techniken, die dann vieles dem Arzt auch präsentieren, aber am Ende ist es, glaube ich, schon der Wunsch eines jeden Arztes, aber auch vor allem der Patienten, einen nahbaren Arzt zu haben, gerade wenn es komplexere Probleme sind. Und da zählt dann oftmals eben auch das persönliche Arzt-Patienten-Gespräch dazu. Ich kann mir vorstellen, für so Banalitäten in der Dermatologie kommt das häufig vor. Viele Patienten zeigen mir im Alter Hautveränderungen, die auch gut auf dem Foto erkennbar sind, die völlig gutartig sind. Und das sind Arzt-Patienten-Gespräche, die gehen selten über eine Minute heraus. Das heißt, der Patient kommt, ich gucke da einmal drauf und kann ihn absolut beruhigt nach Hause schicken. Sowas kann ich digital wunderbar lösen. Ich kann Verläufe von Erkrankungen digital sicherlich auch gut beurteilen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine chronische Wunde und ich sehe alle 2 Wochen digital diese Wunde und habe aber ein- oder zweimal innerhalb von 3 Monaten den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Anwendungsbeispiele, auch nach Operationen, eine Wundkontrolle. Das sind sehr, sehr gute Beispiele dafür, wie Telemedizin heutzutage schon funktionieren kann. Wenn wir jetzt schauen, wie viel kann ich noch damit umsetzen, dann ist das vielleicht ein bisschen der falsche Ansatz, wenn wir als Skalierungsmerkmal die Schwere der Erkrankung nehmen. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, der da sinnvoll ist und den ich mir da vorstellen würde, sondern ich würde eher in die Richtung gucken, wie kann ich auch die Zeit, die ich mit dem Patienten habe vor Ort in der Praxis, wie kann ich die am effizientesten nutzen? Da zählt für mich dann zum Beispiel eine Anamnese-App zu, die im Wartezimmer schon mal eine gewisse Vorarbeit leistet, wo vielleicht schon mal, wenn man während Ada oder solche modernen Apps, die halt eben eine Vordiagnostik machen, denken, wieso kann man Ada nicht im Wartezimmer schon mal einsetzen? Der Patient trägt die Symptome ein und ich kriege eine spezielle Arztauswertung. Was hat der Patient alles da eingegeben? Was ist vielleicht auch die Patientenvorstellung? Welche Erkrankung hält Ada am wahrscheinlichsten? Was denkt der Patient? Und ich bewerte das dann eben nochmal, weil das ist ja das, was fehlt. Es fehlt dem Patienten ja oft wenig, wenn er eine prozentuale Auswertung bekommt seiner wahrscheinlichsten Erkrankung, aber dazu dann nicht eben die persönliche Auswertung vielleicht nochmals bekommt. Gerade wenn es kompliziertere Erkrankungen sind, wo man vielleicht auch mehrere Fachdisziplinen mit einbinden muss. Also da halte ich aber dann also die Möglichkeit, das an den Arzt direkt zu binden, für sehr, sehr gut. Und ich glaube, das führt auch zu einer hohen Akzeptanz bei den Patienten, wenn sie eben diese digitalen Tools nicht völlig alleine einsetzen müssen, sondern eben in Kombination mit dem Arzt in der jeweiligen Praxis sein kann. Wie würdest du sagen, schaffen wir es denn, diese digitalen Tools besser in den Praxen zu integrieren? Also viele Mediziner sagen ja, das ist alles schön und gut, aber ich muss es ja auch in meinem Praxisalltag einbauen. Die Helferinnen oder die Mitarbeiter, Personal müssen es handeln können. Nehmen wir mal jetzt so eine Ada-App, die ja vielleicht da ist. Auch da gehört immer Erklärung dazu. Also viele sehen das ja nicht immer nur oder am Anfang als Vorteil, sondern erstmal als Aufwand, der Mehraufwand dazukommt, ne? Hast du eine Idee, vielleicht auch aus dem, was du schon erfahren hast, wie sowas gut in Praxen zu integrieren ist? Also ich glaube, jede neue Anwendung, sei sie papiergebunden oder digital, ist erstmal eine Umstellung in der Praxis, weil es eine Abkehr von gewohnten Prozessen beinhaltet. Und das ist, glaube ich, eine Zeit wie früher gewesen, wenn man von der Papierakte auf eine digitale Akte umgestellt hat, aber auch vielleicht, wenn man vom Arzt 1 auf Arzt 2 umgestellt hat. Da sind viele Prozesse, die einfach eine gewisse Einarbeitungsphase brauchen. Wenn ich an diese digitalen Möglichkeiten einfach mal denke, dann haben wir uns mit dem Bündnis Junge Ärzte so positioniert, dass wir gesagt haben, wir Mediziner sind erstmal offen dafür. Also das ist, glaube ich, erstmal der Mindset, den viele haben sollten und wo es, glaube ich, oftmals auch ein wenig hakt in der Breite der Ärztinnen und Ärzte, weil viele Ärzte fühlen sich natürlich schon auch am Rande ihrer Möglichkeiten aktuell, was vor allem Zeit betrifft. Es ist ja schon schwierig, gerade in den ländlichen Bereichen noch einen Hausarzt zu finden, der neue Patienten aufnimmt. Das liegt ja nicht daran, dass die Ärztinnen und Ärzte keine Lust haben zu arbeiten, sondern es liegt ja vielmehr daran, dass sie auf Anschlag schon arbeiten und irgendwann auch das Risiko zu hoch wird. Und da muss man natürlich auch Möglichkeiten schaffen, dass wieder Zeit bleibt, dass auch Zeit überhaupt zur Verfügung steht für so eine Implementation von digitalen Tools.
Da muss man vielleicht auch auf Ärzteseite sagen, ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss den Einstieg erstmal wagen und sagen, okay, am Anfang ist das halt ein gewisses Investment, wie es in allen unternehmerischen agierenden Unternehmen eben so ist, dass man erstmal mit einem Investment vorangeht und dann später, wenn es implementiert ist, dann auch die Beeren erntet, wenn man das so sehen will. Naja, ganz schön. Entschuldige. Das ist so die ärztliche Seite. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass überhaupt erstmal Fortbildungsangebote geschaffen werden. Digitalisierung ist digitale Anwendungen sind im Studium überhaupt kein Bestandteil. In der Weiterbildung, in den Kliniken oder Ähnlichem auch überhaupt kein Bestandteil. Und Fortbildungsangebote gibt es bisweilen gar nicht. Jetzt haben wir das erste Mal zusammen aus Bündnis Junge Ärzte und Hartmann-Bund eine Fortbildungsreihe zum Thema Gesundheitsanwendungen, digitale Gesundheitsanwendungen für Ärzte geschaffen als Pilotprojekt, um damit überhaupt mal zu starten. Denn ich glaube, ohne eine Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten, auch den Älteren, wird es nicht funktionieren. Weil dann werden diese ganzen Lösungen aufs Abstellgleis wandern oder einen Umweg, einen Bypass finden über den freien Markt und an den Ärzten vorbei. Ich glaube, das ist wichtig, dass man jetzt nicht nur auf die junge Generation gehen darf und sagen, die sogenannten Digital Natives, die haben das alle drauf, sondern dass man insbesondere eben auch die Praxen nicht vergisst, die jetzt schon in der ambulanten Versorgung sind und die eben auch zu integrieren. Ich habe jetzt kürzlich mit einer Ärztin eines Telemedizinanbieters gesprochen, die tatsächlich sagt, ja, es sind auch viele, viele etablierte Medizinerinnen und Mediziner da, die Lust haben auf das Thema, wenn sie denn wissen, was sie machen müssen. Und da kommt er ja mit den Verbänden und Gremien jetzt, wie du sie gerade beschrieben hast, genau richtig, um das mal weiter in die Ärzteschaft zu tragen, gerade im ambulanten Bereich. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du bist sehr berufspolitisch engagiert und auch in Verbänden engagiert, nicht nur in einem Verband, sondern sofort auch in mehreren. Ich habe ja vorhin im Einstieg schon gesagt, also Arbeitskreis junger Ärztinnen und Ärzte in der Ärztekammer, junge Dermatologen, Sprecher des Bündnis junger Ärzte im Landesvorstand Hartmann-Bund und so weiter. Also könnt ihr es noch so zwei, drei aufzählen. Neben der Frage, die sich ja da aufdrängt, wie schaffst du das alles zeitlich, ist natürlich auch immer die zweite Frage, wo kommt dieses Engagement her? Es scheint dir ja wirklich viel wert zu sein, auch nicht nur für die Patienten da zu sein, sondern das zu erweitern auf die Gesamtschaft der Medizin, weil man könnte sich zurücklehnen, du könntest ja sagen, ich mache meinen Job, aber du willst ein bisschen mehr, oder nicht? Definitiv. Also ich muss sagen, als erstes mache ich natürlich meine Patientenbetreuung gerne, aber diese Vielzahl der Verbände, das hat sich auch ein bisschen ergeben, muss ich sagen. Und das ist, es ist ja natürlich nicht, kann ich mich nicht überall gleich engagieren und gleichwertig engagieren, aber ich sitze jetzt zum Beispiel Bündnis Junge Ärzte eben auch für die Dermatologen und ich finde das auch gut, dass ich durch den Hartmann-Bund einen schon lange bestehenden ärztlichen Verband auch von vielen eben niedergelassenen Klinikkollegen, aber auch von vielen etablierten Kollegen eben da an meiner Seite weiß und finde es gerade in solchen Verbänden sehr, sehr wichtig, diesen Generationswechsel auch thematisch eben zu schaffen. Es sind sicherlich nicht nur die Themen, wie komme ich in die eigene Praxis oder wie führe ich meine Praxis auch. Das ist ja ein Thema, was auch jemanden mit 20, 30 Jahren Berufserfahrung interessiert, sondern eben, was gibt es jetzt an möglichen digitalen Strukturen, wie schaffe ich es, einen Nachfolger zu finden, wie ticken denn die jungen Ärzte? Denn da hat sich ja was verändert. Das wissen wir ja, glaube ich, alle. Es ist so, dass der Mindset der Ärztinnen und Ärzte, egal ob jung oder alt, gegenüber den Patienten, glaube ich, gleich sind. Wir wollen sowohl jung als auch alt eine gute Patientenbetreuung machen. Aber die Arbeitsvorstellung hat sich einfach verändert. Heutzutage wird halt auch etwas mehr auf die eigene Gesundheit geachtet, als das vielleicht bei den älteren Ärztinnen und Ärzten so ist. Ich kann mich erinnern, dass dann von 70-Stunden-Wochen geredet wird und nach einem 24-Stunden-Dienst dann noch mehr rangehängt wurde. Da muss ich sagen, das ist ja auch eher patientengefährdend, aber es ist sicherlich gefährdend für die eigene Gesundheit des Arztes. Und darauf müssen wir heutzutage viel, viel, viel mehr achten. Das sind eben so Themen, die treiben mich an. Und ich habe halt nach meiner Zeit in der Schweiz, ich habe das erste Weiterbildungsjahr in der Chirurgie in der Schweiz verbracht, habe ich gesehen, wie anders so ein System funktionieren kann. Wie mehr Zeit für den Patienten genutzt werden kann, wie aber auch mehr Zeit für einen selber als Arzt, eben weit weg von der Fließbandmedizin.
genutzt werden kann. Und bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe eben in der Klinik genau das gesehen, was ich vorher im Studium schon bemerkt hatte, dass es doch eben wenig Zeit und eine hohe Belastung ist. Und das kann ich alles dann doch nur ändern, wenn ich mich eben in den Gremien engagiere. Und ich möchte eben durch auch die Vielzahl der Verbände Mut machen, Mut gegenüber anderen und für andere junge Ärztinnen und Ärzte machen, dass sie sich eben auch engagieren. Und das kriegen wir sowohl im Bündnis der jungen Ärzte, wo wir 24 Verbände mit jungen Ärzten sind, hin. Das kriegen wir aber auch im Hartmann-Bund hin, wo ich quasi meine berufspolitischen Wurzeln gehabt habe, indem ich ein Bild in einer Zeitschrift damals gesehen habe, und das war dann im Internet, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber da war gerade der Arbeitskreis junge Ärztinnen und Ärzte des Hartmann-Bundes gegründet worden. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine tolle Sache, da kann man sich engagieren, und da habe ich 20 oder 30 andere junge Ärzte, die sich mit engagieren, und so kann man sich halt eben auch austauschen. Und das bringt, glaube ich, uns als jüngere Ärztegeneration weiter, auch wenn der Weg noch lang ist. Ich finde das deshalb so interessant und spannend, auch vom Mindset her. Ich sage mal, viele junge Ärztinnen und Ärzte oder vielleicht nicht nur in der Ärzteschaft ist das so, lehnen das ja ab, weil da immer von verstaubten Systemen gesprochen wird und weil davon gesprochen wird, dass viele Dinge da in Seilschaften funktionieren und so weiter und so weiter. Jetzt ist aber jeder aufgerufen und jeder vor allen Dingen auch eingeladen, denke ich, da mal reinzuschnuppern und vor allen Dingen auch zu gucken, ist es wirklich so? Und wenn es wirklich so ist, bin ich nicht selber in der Lage, auch Dinge zu verändern oder dazu beizutragen, dass ich meinen Teil ja eben dazu beitragen kann, dass sich Dinge verändern, selbst wenn da natürlich vielleicht Strukturen vorhanden sind, die über Jahre einfach gegolten haben. Aber jetzt ist eine neue Zeit, und so wie du gesagt hast, Mensch, ich möchte mich da engagieren, ich möchte da rein, das bringt ja dann auch eine andere Verantwortung mit, und ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel. Du hast vorhin von Mut gesprochen, den Mut vielleicht sich zu organisieren, sich zu engagieren, aber eben auch vielleicht nochmal darüber nachzudenken, was ist denn mit dem ambulanten Weg? Also wir haben da eingangs ja schon drüber gesprochen, das Thema Weg in die eigene Praxis ist nicht mehr für alle interessant. Trotzdem möchten wir ja mit dem Mut auch dazu beitragen, wenn wir ein bisschen darüber informieren, welche Möglichkeiten habe ich denn, was passiert. Wir haben auch schon über das Thema Weiterbildung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es mit dem Thema Telemedizin, künstliche Intelligenz viele, viele Möglichkeiten gibt, Dinge auch in die eigene Praxis zu bringen. Wenn du dir dieses Gesamtbild anschaust, was mittlerweile für den Arzt, für die Ärztin da zur Verfügung steht, würdest du unterschreiben, dass er doch auf dem Weg oder dass der Arzt grundsätzlich auf dem Weg zum Unternehmer ist? Und nicht nur in der Praxis arbeitet, sondern auch an der Praxis? Ja, definitiv. Ich glaube, früher haben Ärzte wirklich in der Praxis gearbeitet. Man hat sich um das Drumherum auch wenig Gedanken gemacht. Am Ende stimmte das Geld, was aufs Konto kommt, denn letztendlich arbeitet man ja auch nicht for free, sondern man möchte ja auch seine Familie und sein Umfeld eben finanzieren. Das gehört einfach dazu, auch wenn das ein Weg ist, wo man als Arzt oder Ärztin vielleicht gar nicht so häufig und gerne darüber redet. Aber es muss natürlich stimmen, und das fällt ja denselben Bereich, wie wenn man an Dinge denkt, wie Kommerzialisierung oder Ökonomisierung der Medizin. Also ich störe mich und reibe mich immer ein bisschen am Wort, dass die Ökonomisierung der Medizin jetzt erstmal maximal schlecht ist. Denn ich glaube, Ökonomie ist etwas, wenn ich mit einer begrenzten Ressource, sei es finanzieller Natur, zeitlicher Natur des Personals, aber auch der begrenzten Ressource des Personals, sinnvoll umgehe, dann gehe ich damit ökonomisch um. Anders sieht es da aus, dass ich versuche, mit Gesundheit Aktiengewinne zum Beispiel zu erwirtschaften. Da muss man sicherlich mal sehr kritisch drüber nachdenken. Aber grundsätzlich ökonomisch, egal ob Praxis oder Klinik, mit umzugehen, ist das sinnvoll. Ich glaube, in der Praxis sind die Innovationen näher. Da ist auch das unternehmerische Denken näher. Denn wenn ich Inhaber einer Praxis jetzt wäre, muss ich ja gestehen, meine Mitarbeiter muss ich ja selber bezahlen. Da kann ich nicht am Ende des Tages zur Krankenkasse laufen und sagen, also ich habe jetzt irgendwie eine Unterdeckung meines Gewinns, oder wer zahlt mir denn jetzt meine Mitarbeiter, und wer zahlt den Lohn für meine Mitarbeiter? Also da ist man sicherlich einfach aufgrund der Situation sehr, sehr nah am unternehmerischen Denken. Und so habe ich zumindest manchmal das Gefühl gehabt, wenn sehr, sehr noch Generationen vor meinen Eltern von ihrer Tätigkeit reden, dass man sich da einfach deswegen auch wenig Gedanken machen musste um das Finanzielle und um das Unternehmerische, weil es war am Ende einfach genug Geld da. Man hat gearbeitet, und am Ende war man einfach damit zufrieden.
zufrieden. Und heutzutage muss man, glaube ich, schon ein bisschen gucken, dass ich einen guten Weg finde, meine Patienten gut zu versorgen und gleichzeitig aber natürlich auch das Geld für die Mitarbeiter zu erwirtschaften. Also da gibt es sicherlich so Themen, wo man drüber nachdenken muss, wenn ich eben über so banale Erkrankungen rede, also Patienten, die ein, zwei Minuten bei mir im Zimmer sind, die nur ein Rezept abholen. Da könnte man jetzt sagen, das kann man ja alles viel günstiger machen aus Sicht der Krankenkassen. Die würden sich sicherlich freuen, wenn das letztendlich weniger Geld ist. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wenn man komplexere Erkrankungen hat, die viel Zeit in Anspruch nehmen, möglicherweise auch eben über die eigentliche Gesundheit, die körperliche Gesundheit hinausgehen, sondern so ein bisschen in Richtung der seelischen Gesundheit gehen, Gesprächsbedarf herrscht, dass diese Gespräche, die sprechende Medizin überhaupt nicht gedeckt sind heutzutage. Und da muss man natürlich einen guten Mittelweg für sich in der Praxis finden. Ja. Da stützen mich dann natürlich auch wieder digitale Tools, Anwendungen, also eine gute Terminplanung. Ich kann natürlich starr einfach alle 10 Minuten oder eine Viertelstunde einen Patienten einplanen und am Ende darauf hoffen, dass sich das irgendwie ganz gut ergänzt. Ich kann aber natürlich auch mit diesen moderneren digitalen Terminvereinbarungstools dafür sorgen, dass ich die richtige Zeit für den Patienten, der gerade vor mir sitzt, habe und das viel besser anpassen kann. Interessant in dem Zusammenhang immer wieder die, ich habe immer, vielleicht, ich greife es jetzt mal einfach auf, weil es jetzt so häufig passiert ist, mein Hund bellt immer während der Podcast-Aufnahme, also von daher, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der schon fragt, im letzten Podcast hat der Hund nicht gebellt, was war los? Jetzt hat er uns wieder den Gefallen getan. Was ich sagen wollte, die Herangehensweise oder die Fragestellung danach, wann bin ich Unternehmer? Bin ich Unternehmer, wenn es um das Thema Geld geht? Oder bin ich vielleicht auch Unternehmer, wenn ich meine Praxisplanung gut im Griff habe und wenn ich vielleicht meine Mitarbeiter befähigen kann, Dinge zu tun, wenn ich vielleicht von oben, ich sage das immer wieder, aus der Adlerperspektive auf meine Praxis gucke und schaue, welche Dinge kann ich verbessern, damit ich letztendlich doch mehr Zeit für den Patienten habe, mehr Zeit für eine gute Praxisstruktur habe, für vielleicht geringere Wartezeiten in der Praxis. Also all diese Themen gehören für mich ja ebenso zu dem Thema Unternehmer sein dazu. Und sicherlich ist das Thema Geld immer ein großes, weil auch da ist steckt ja eine Wichtigkeit drin. Ne? Wenn es mir selber gut geht, kann ich auch helfen, dass es anderen gut geht. Ja, sehr, sehr spannend, dieses ganze Thema. Und ich finde es super, dass du da als Vorbild, auch als Leuchtturm ja vorweg gehst. Jetzt nicht nur, weil du ein netter Mensch bist, sondern weil du eben auch in der Position da stehst und deine Meinung sagst und das auch und andere vielleicht auch inspirieren kannst dazu, vielleicht ein paar Dinge anders zu sehen und sich vielleicht auch berufspolitisch mal zu engagieren. Ich glaube, das ist ein schöner Weg, den man zusätzlich noch gehen kann, auch wenn natürlich immer die Zeit einem im Nacken hängt und die Frage danach, kann ich das alles zeitlich noch auf die Reihe kriegen? Aber man kann ja einfach mal anfangen mit dem Thema. Und ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, dann kommen Dinge mit auf den Weg. Ich weiß, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, was passiert, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, wenn du selber Facharzt bist und vielleicht irgendwann in die eigene Praxis gehst. Ich glaube, du hast dich selber vorbereitet schon darauf, indem du viele Dinge schon angegangen bist in der Zeit, weil die dich einfach interessiert haben und die sich vielleicht auch zwangsläufig ergeben. Also nicht nur Kontakte und ein gutes Netzwerk, sondern vor allen Dingen auch Erfahrungen gemacht hast, die man vielleicht nicht macht, wenn man sich nicht ein paar Jahre schon mit diesem Thema auseinandersetzt. Also von daher sind alle aufgerufen, das vielleicht in ähnlicher Art und Weise zu tun. Langfristig die Frage mal, ja, du wolltest noch was dazu sagen? Ich hätte jetzt einfach noch was ergänzt, vielleicht kannst du das gerade ganz gut rausschauen. Also zum Thema der Praxisgründung oder dem Weg in die ambulante Medizin halte ich jetzt auch eben für absolut sinnvoll, da mehr Fortbildungsangebote zu schaffen. Also ich selber habe das über die Kassenärztliche Vereinigung genutzt. Da gibt es in Westfalen-Lippe die Aktion Praxisstart, wo junge Ärztinnen und Ärzte mit so den Basics zum Thema ambulantes System oder Praxis, aber auch eben Organisationsstruktur, welche finanziellen Modelle kann ich nutzen, was ist eine Privat-, was ist eine Kassenabrechnung, aber eben auch, wie kann ich eine Raumstruktur machen, wie kann ich eine Terminplanung machen, was ist mit dem Thema Social Media, was ist mit dem Thema Webseitengestaltung, brauche ich das, wie muss ich mich positionieren, welche Formen der Niederlassung gibt es, also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die, glaube ich, für uns junge Ärzte wichtig sind oder wären. Diese Infos habe ich mir mal links, mal rechts
aber auch einfach ganz viel durch Gespräche geholt. Und eigentlich wäre es schön aus meiner Sicht, wenn dies nicht nur durch ein gutes Netzwerk funktioniert und viele Gespräche, die ich durch meine Position sicherlich auch führen konnte, sondern dass da einfach das Angebot nochmal deutlich ausgeweitet wird. Ich weiß, du machst das natürlich eben auch. Du hast schon ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die in die Niederlassung gebracht. Schöne Stallvorlage, sehr gut, ja. Aber ich glaube, da muss einfach auch noch weiter ausgebaut werden, denn ich erlebe es so häufig in Gesprächen, gerade in der Klinik, dass gar keine Vorstellung eben davon herrscht, wie funktioniert die ambulante Medizin oder was kann ich da überhaupt machen. Absolut richtig, finde ich sehr, sehr schön, der Hinweis nochmal, greife ich mal sofort auf, auch in eigener Sache, unsere Veranstaltung Startup-Praxis ja auch in jetzt knapp 6 Wochen, auch da gibt es eben Informationen zu diesem Thema, wenn ich mich in die eigene Praxis begeben möchte, wenn ich ein paar Informationen dazu haben will, aber, und das ist das Schöne, es gibt eben umfassende, mittlerweile finde ich ganz gut laufende Veranstaltungen oder auch Fortbildungsmöglichkeiten. Wir selber arbeiten ja gerade auch noch wieder dran, dass wir so eine Masterclass für Mediziner ins Leben rufen mit der Business Talk Academy, aber da kommen wir an anderer Stelle nochmal zu. Ich wollte eigentlich fragen, hast du langfristig, also du denkst ja tatsächlich über das Thema ambulante Versorgung nach, kannst du dir denn vorstellen, in der eigenen Praxis weiter berufspolitisch zu arbeiten oder vielleicht sogar nochmal zu sagen, ich mache zusätzlich nochmal was ganz anderes? Du bist im Bereich der Digitalisierung unterwegs, kannst du dir vorstellen, vielleicht unternehmerisch auch da selber was zu entwickeln? Also ich glaube, um mein berufspolitisches Engagement überhaupt weitertreiben zu können, ist die Praxis essentiell, weil ich dann natürlich auch so ein bisschen sagen kann, ich nehme mich aus gewissen Dingen raus, organisiere vielleicht etwas mehr im Hintergrund und kann dann halt auch die Zeit dafür verwenden, mich nochmal berufspolitisch stärker aufzustellen. Das ist tatsächlich im Moment auch viel Investment, was ich von meiner Zeit für Freizeit wegnehme und eben in das Feld Hobby Berufspolitik hereinstecke. Das wird sicherlich nicht auf Dauer gehen, das ist mir auch klar. Ich sehe aber eben auch die Niederlassung als Chance, sich Arbeit zu teilen und im Team zu arbeiten. Also ich finde es aktuell super, dass es zunehmend Gemeinschaftspraxen gibt, aber auch die Möglichkeit, sich eben Anstellen zu lassen. Es sind viele Leute, egal ob männlich, weiblich, Ärztin, die sagen, ich möchte gar nicht mehr Vollzeit arbeiten. Das würde ich mir auch vorstellen können, aber halt eben dann doch eher aus der Rolle des Praxisinhabers. Vielleicht findet sich auch noch der ein oder andere, mit dem man so Dinge wie eine Praxis eben gemeinsam gestalten kann. Aber ich habe da einfach den Plan, in die Leitungsfunktion auch zu gehen und vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, eben ein Team von Ärzten in so einer Praxis zu beschäftigen und eben mit angestellten Ärzten zu arbeiten, wo man sagt, okay, wir haben auch untereinander einfach einen Weg, wo wir uns selber gut weiterbilden, wo wir selber uns fortbilden, wo wir auch offen sind, eben neue Tools in die Praxis einfach einzuführen und einfach ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Denn ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich in meinen bisherigen Anstellungen irgendwie ein schlechtes Arbeitsklima erlebt habe, aber ich glaube, da habe für mich das Gefühl, man kann im Bereich des Teambuildings gerade auch über das Team Ärzte oder das Team MFA Pflege hinaus untereinander viel mehr schaffen. Also dass man sagt, wir sind wirklich ein Team in der Praxis und das ist das, wo ich irgendwie meinen Wunsch hin hege und eine Vorstellung habe, dass man eben die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. Gleichzeitig habe ich ein ganz großes Interesse, auch Weiterbildung zu betreiben. Also ich persönlich bin ja jetzt am Ende meiner Weiterbildung, habe viele Dinge in der Klinik gelernt, habe jetzt auch noch viele andere Dinge nochmal in der Praxis gelernt und möchte davon Dinge auch eben weitergeben. Glaube aber auch, dass das neue Besen auch mal ganz gut kehren und vielleicht das ein oder andere aus meiner Sicht vielleicht noch geändert werden kann, wo man auch sich überlegt, wie kann ich einfach nochmal mehr Zeit für Weiterbildung aufwenden, wie kann ich nochmal das irgendwie vielleicht auch digitaler gestalten. Deine Frage, ob ich mich mal in die Digitalisierungsbranche noch mal verabschiede. Ich war letztens 2 Wochenende in Berlin. Das ist immer sehr spannend. Ich finde, da lernt man tolle Leute kennen und ist super im Austausch. Ich glaube, oder zumindest zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich nicht meinen Weg, dass ich eine App kreieren möchte oder auch kann. Es ist ja auch immer eine technische Herausforderung. Da bin ich im Moment in keinster Weise auf dem Weg hin. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass ich schon irgendwie so ein Bindeglied darstelle, vielleicht zwischen eben diesen oftmals, wie von dir teils beschrieben, angestaubten und vielleicht auch sehr eingefahrenen Gremien und eben so ganz
ganz innovativen Jungs und Mädels aus Berlin, die sagen, ich habe hier eine coole Idee, ich habe jetzt hier einfach mal was gemacht, ich habe mal was programmiert und da irgendwie einen Link herzustellen, dass man diese Strukturen zusammenbringt. Und ich glaube, da müssen wir auch viel dran tun, wenn ich an die Gremien denke. Denn die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter sagen, ja gut, Erste Kammer, da gehe ich hin zur Prüfung und ansonsten habe ich eine negative Erinnerung, weil ich ja, weil ich da meinen Ärztekammerbeitrag entrichten muss. Aber ich habe, oftmals haben die Kollegen dann gar keine Ahnung, was die Ärztekammer denn sonst so macht, strukturell. Und das ist ja ein großes Problem. Wir müssen das vielleicht auch viel, viel mehr in den Gremien nach außen bringen, sei es über eine Homepage, sei es über Social Media, aber sei es halt eben auch über die Einbindung. Und Gleiches gilt, glaube ich, genauso für eine kassenärztliche Vereinigung oder Verbände und Verbünde. Also da ist es ein langer Weg, den man gehen muss, weil das etwas völlig Neues ist. Meistens wurde ja versucht, möglichst in sich die Informationen zu behalten. Und da müssen wir einfach eine ganz andere Herangehensweise wählen. Und da würde ich sagen, das wäre vielleicht eine Funktion, wo ich mich später mal sehen könnte, dass ich dann die Hälfte meiner Zeit wirklich eben Patienten in der Praxis betreue und eben auch ein bisschen Weiterbildung mache, mit Kolleginnen und Kollegen das zusammen betreibe, man das halt eben in Gemeinschaft als Team löst und gleichzeitig dann aber auch ich nochmal so meinem Hobby der Digitalisierungsschiene und der Gremienpolitik vielleicht nachgehen kann. Das finde ich cool. Was aber einen auch gleich zum nächsten Thema so ein bisschen bringt, wenn wir eben darüber denken, nicht nur sektorenübergreifend, sondern eben auch ja ein bisschen berufsübergreifend. Also es gibt ja zunehmend eben Bestrebungen, die Pflege und die MFA zu akademisieren. Es gibt verschiedene Studiengänge. Ich würde es mir zum Beispiel viel mehr wünschen, dass ich nicht akademisiere und nachher eine Pflegekraft herausbekomme, die dann Pflegemanagement macht und alles organisiert, sondern ich würde es mir wünschen, dass gewisse Tools, also eben medizinische Tools, dann auch von MFAs, von der Pflege erlernt werden würden, wo ich sage, okay, es wird sich wirklich im Medizinischen weiterqualifiziert und nicht immer nur raus in diese Management-Schiene. Also Pflegewissenschaften, ich erlebe ganz viele, die dann eben in den Organisationsstrukturen drin sind, aber wie schön wäre es, wenn man halt zusätzlich vielleicht gewisse Aufgaben abgeben kann als Arzt. Das ist was, worüber wir einfach mal sprechen müssen. Da scheuen sich extrem viele Verbände vor, weil es ein ganz, ganz großes Thema ist, Delegation, Substitution, weil es auch eine Frage der Verantwortung ist am Ende, wenn jetzt vielleicht das Ultraschall, die EKG-Vorauswertung abgegeben wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ambulante Bereich gerade in dem Teil ein Vorreiter sein könnte, weil in den klinischen Strukturen ist das oftmals schwierig und nicht gewollt. Aber in den Praxisstrukturen im Kleinen kann ich es durchaus so machen, dass ich ja meine Mitarbeiter befähige, gewisse Dinge schon mal für mich vorzuuntersuchen. Wenn ich da an eine Muttermalkontrolle denke, was spricht dagegen, wenn eine MFA bei mir in der Praxis schon mal das Pre-Screening übernimmt oder mit digitaler Unterstützung ein Pre-Screening übernimmt und ich das natürlich dann nochmal zusätzlich auswerte, aber mit vier Augen kann ich einfach nur besser sein als mit zwei Augen, unabhängig der Profession. Absolut. Also ich glaube, das ist ein schöner Blick in die Zukunft, dass es eben nicht immer nur um digitale Prozesse gehen kann, sondern eben auch intern noch ganz viel passieren kann, damit wir in Richtung verbesserte Patientenversorgung gehen. Und das, was du beschrieben hast, ist ja so ein bisschen ein Gesamtbild auch des Unternehmers. Gehört für mich auch mit dazu, du hast das schön gesagt, die Mitarbeiter zu befähigen, auch im medizinischen Sektor Dinge zu übernehmen. Also nicht nur die Praxisstruktur zu ändern, sondern vielleicht die Arbeit aufzuteilen. Es gibt ja dieses Berufsbild des Physician Assistant. Also auch da könnte man ja überlegen, ist das eine Richtung, die man weiter ausbauen kann und wo man Vertrauen seinen Mitarbeitern schenken kann, wenn da vielleicht jemand kommt, der qualifiziert ist, eben einige Dinge mit den Medizinern durchzuführen. Ja, ich glaube, du hast uns einen sehr schönen Einblick gegeben darüber, was alles möglich ist und dass die Medizin und auch insbesondere die ambulante Medizin, die Praxis hochspannend sein kann, wenn man den Blick ein bisschen aufmacht und einfach auch mal guckt, welche Optionen gibt es da noch. Zum Schluss möchte ich mit dir kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Ich lege einfach mal los. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren? Da habe ich mal im Kopf einen Dreiklang aus Patientenzentralisierung, sektorenübergreifende Versorgung und Digitalisierung oder digital. Was ich mir sonst zur Gesundheit wünschen würde, wäre, dass eben nicht natürlich nur auf die Gesundheit der Patienten, sondern eben auch vermehrt auf die Gesundheit des medizinischen Personals geachtet wird. Das haben wir, glaube ich, gerade auch in der Corona-Krise gelernt. Absolut, ja. Herausforderung, dass viele auch unter
unter schlechten Eigenschutzbedingungen für ihre Patienten da war, sei es Ärzte, aber sei es auch das gesamte medizinische Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenpflege und so weiter. Und dass wir da vielleicht auch in Zukunft etwas mehr an uns selber denken oder eben Möglichkeiten und Regulationen dafür schaffen, dass an uns selber gedacht wird. Was bedeutet für dich selbst das Thema Gesundheit? Für mich besteht das Thema Gesundheit eben nicht nur aus dem körperlichen Wohlbefinden, sondern eben auch aus dem seelischen, aber auch aus dem sozialen Wohlbefinden, ähnlich wie es die WHO halt sagt. Und ich glaube, es braucht auch immer, egal welche Belastung man für sich selber aufnimmt, braucht es einen sehr, sehr guten Ausgleich auf der anderen Seite. Und das darf man nicht vergessen. Wieder ein ganzheitliches Bild, sehr schön. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer haben? Teamplayer finde ich ganz, ganz wichtig, sowohl mit Krankenhauspraxis als auch unter der Ärzteschaft, als aber auch berufsübergreifend mit Assistenzberufen. Das ist das, was, glaube ich, ganz, ganz weit oben steht und auch uns das erleichtert. Und ich möchte eigentlich, und da stimmen viele junge Ärzte mir zu, eben nicht diese Zerfleischungsrunden, die wir auch jetzt während Corona gesehen haben, die der Verband der Krankenhäuser hat gesagt, wir waren die besten Versorger, die niedergelassenen Kollegen haben gesagt, wir waren die besten Versorger und jeder hat seine eigene Statistik gemacht. Ich glaube, es hilft sich nicht in den Medien innerhalb der Ärzteschaft sich gegenseitig zu zerfleischen. Das gibt ein ganz schlechtes Bild ab. Das kann man, wenn überhaupt, mal im Hinterzimmer unter vier Augen diskutieren. Aber nach außen sollten wir ein deutlich geschlosseneres Bild abgeben. Ja, deswegen genau. Da ging es ja um das Thema Systemrelevanz. Ne? Wer hat jetzt die höhere Systemrelevanz? Genau. Und die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, gibt es jemanden, den du uns hier für den Business Talk Podcast empfehlen kannst, wo du dir vorstellen kannst, das ist interessant für die Leute, die uns hier zuhören? Aus ärztlicher Sicht kenne ich einen jungen Kollegen, Frederik Kube aus Berlin, der hat 2 Jahre als Arzt im Krankenhaus gearbeitet und ist jetzt als Digitalisierungsberater bei Berlin Chemie. Mit dem gestalte ich zusammen eben auch ein Webinar und ein sehr inspirierender Kollege und der hat auch eben einen nicht so geradlinigen Werdegang, fände ich mal spannend. Ansonsten Thema ambulante Versorgung, Stefan Spieren ist ein Hausarzt im Siegerland, der schon seit Jahren sehr, sehr digital seine Praxis organisiert hat und da auch einfach sehr erfahren ist, welche Tools es gibt und was es halt eben auch unternehmerische Tätigkeiten betrifft, gleichzeitig aber auch junge Kolleginnen und Kollegen fördert, selber in die Niederlassung zu gehen. Und als dritten Henrik Emmert, ein Vertreter des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung, der ist beim Thema digitale Gesundheitsanwendungen absolut sortiert und vertritt da eben den Spitzenverband. Die fände ich allesamt sehr spannend aus meiner Sicht. Sehr schön. Ich liebe diese Frage, weil ich weiß, mir gehen nie die Podcast-Gäste aus. Herrlich. Sehr schön. Max, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das war ein tolles Interview. Du hast, glaube ich, gezeigt, wie spannend das Thema ambulante Versorgung aus der Sicht von eines jungen Mediziners sein kann. Wenn man den Blick ein bisschen aufmacht, wenn man ein bisschen sich nach links und rechts orientiert, gibt es viele, viele tolle Möglichkeiten, auch in einem regulierten System, in einem für viele vielleicht noch sehr starren System, doch seinen Weg zu gehen. Ich wünsche dir alles Gute, hoffe, dass wir uns kurzfristig sehen. Ich habe dich ja so ein bisschen eingeplant bei Startup Praxis, noch in einer Diskussionsrunde hinten. Würde mich wirklich freuen, wenn das alles klappt, dass wir die Veranstaltung durchführen können. Ich wünsche dir eine tolle Woche und allen, die zugehört haben, ebenfalls eine tolle Woche. Bleibt unternehmerisch. Denkt immer dran, eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, wo immer ihr uns hört, tut uns gut. Könnt auch gerne eine Rezension schreiben und sagen, was wir hier machen, ob euch das gefällt oder nicht. Bleibt unternehmerisch, eine tolle Woche. Und Max, mein Interviewgast, hat immer das letzte Wort. Ja, lieber Oliver, vielen Dank auch an dich, dass ich hier dabei sein durfte. Ich finde das ein ganz tolles Format und sehr wegweisend. Und du hast immer ein sehr buntes Bild an Gästen und dementsprechend freue ich auch mich auf die Startup-Praxis und ich werde auf jeden Fall dabei sein. Hoffentlich macht uns Corona keinen Strich durch die Rechnung. Das wollen wir mal genauso stehen lassen. Genau. Also schöne Woche, vielen Dank. Tschüss. Gerne.